Testosteron, wie unsere moderne Welt den Testosteronspiegel zerstört. Du bist nicht derselbe Mann, der dein Großvater war. Eine bekannte Studie aus dem Jahr 2007 zeigte, dass der durchschnittliche Testosteronspiegel bei Männern aus den USA seit den 1980er Jahren sinkt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüse und hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Testosteron. Wie unsere moderne Welt den Testosteronspiegel zerstört. Ich fühle das. Dass auf jeden Fall eine Art Angriff auf Männlichkeit stattfindet, so ein bisschen in der modernen Welt, und dass viele männliche Eigenschaften, die ja auch auf Testosteron basieren, weil wir natürlich auch einen 20-mal höheren Testosteron-Level haben als das weibliche Geschlecht, dass wenn man dazu tendiert, seine Männlichkeit zu embracen und das zu fühlen und zu feiern und zu sagen, ja, ich bin stolz, ein Mann zu sein, dann ist man heutzutage schon fast toxisch. Toxisch, das Wort kann ich schon fast nicht mehr hören, ihr habt ihr gemerkt. Und deswegen bin ich gespannt, was hier in dem Video erzählt wird. Ob das vielleicht sogar ein Plan ist von gewissen Menschen. Da müssen wir jetzt kurz die Aluhüte anziehen. Den Testosteronspiegel der Männer bewusst zu senken. Damit wir insgesamt alle ein bisschen leichter kontrollierbar sind und die Jungs nicht mehr ihr Maul aufmachen so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Man weiß es nicht. Bisschen geschwurbelt wird immer bei mir, kennt ihr ja. Ich würde sagen, wir gehen in den Peter rein. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Kommentärchen schreiben. Ich liebe euch. Wir gehen rein. Let's go. Also was ich auf jeden Fall schon mal vorab sagen möchte, ich glaube, dass Testosteron wichtig ist bei Männern so. Und ich glaube, dass wenn Männer ihren Testosteronspiegel nicht kontrollieren bzw. versuchen oben zu halten, werden sie schneller miserabel, haben mehr Depressionen und diese ganzen Geschichten. Testosteron sorgt ja auch für Drive, Motivation, Disziplin, Durchhaltevermögen, stark sein, bla bla bla. Wichtig. Und ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass Frauen, die zu viel Testosteron haben, ähnliche Probleme haben wie Männer so. Und dass es sogar dann nicht verkehrt wäre, den Testosteron-Level runter zu regulieren, damit die auch wieder happier sind so. Weil ich glaube, von Natur aus will ein Mann sein und eine Frau sein so. Ich glaube auch nicht daran, dass Sex, dass das Geschlecht, wie sagen die heutzutage, dass das fließend ist oder so ein Scheiß? Da glaube ich nicht dran. Du bist nicht derselbe Mann, der dein Großvater war. Eine bekannte Studie aus dem Jahr 2007 zeigte, dass der durchschnittliche Testosteronspiegel bei Männern aus den USA seit den 1980er Jahren sinkt. Man sprach davon, dass es sich um einen jährlichen Rückgang von etwa 1% handelt. Da dieses Ergebnis das Resultat von unserem modernen Lebensstil ist, kannst du mir vertrauen, wenn ich sage, in Deutschland ist es nicht anders. Im ganzen Westen ist es nicht anders. Ich meine, eine ähnliche Studie aus Dänemark kam ja auch zu ähnlichen Ergebnissen. Ein ca. 60-Jähriger im Jahr 2004 hatte einen etwa 17% niedrigeren Testosteronspiegel als ein 60-jähriger Mann im Jahr 1987. Und jetzt sind nochmal fast 2 Jahrzehnte vergangen. Und bei der Entwicklung... Man muss auch gucken, was alles dazu beigetragen hat, weißt du? Ernährung, 100%ig. Körperliche Betätigung wird immer weniger in der westlichen Welt heutzutage so. Der Konsum von Pornos und diese ganze Scheiße. Pornos, Onlyfans, Sexualisierung generell. Die ganze Zeit irgendwie dein Drive in Tempo reinzuhauen und in den Müll reinzuschmeißen und so. Das hat alles einen negativen Effekt auf dein Testosteronlevel. Heutigen Männer brauchen wir nicht wirklich Studien. Man sieht es uns an. Wir sind alle nicht dieselben Männer, die unsere Großväter waren. Woran liegt das? Was hat das für Folgen? Und noch wichtiger... Können wir das Ganze ändern? Wenn ja, wie? Immer mehr Männer, vor allem junge Männer, haben keine Richtung im Leben, sind antriebslos und müde, unabhängig von ihrem Schlaf. Die Spermienkonzentration sinkt, Übergewicht ist ein echtes Problem, Impotenz ist ein steigendes Problem. Guck, ich werde jetzt etwas sagen, was potenziell viel Gegenwind einbringen wird. Das Krasse ist auch, wir wissen noch gar nicht, was das langfristig alles für eine Auswirkungen noch hat, so weißt du, wie ich meine? Das ist auch crazy. Was passiert langfristig, wenn es so weitergeht? Aufgeschissen. Dafür steht dieser Kanal. Wenn du als Mann denkst, dass du Depressionen hast oder soziale Angst hast und dir einreden lässt, es sei eine Kombination aus genetischen Faktoren und deiner Vergangenheit,
lass dir diesen pseudowissenschaftlichen Scheiß nicht einreden. Die Wahrheit ist, die meisten Männer haben einfach zu wenig Testosteron. Das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe. So. Huberman, der Neurowissenschaftler, sagte mal in seinem Podcast, Testosteron lässt Aufwand leicht anfühlen. Und dazu kommt bei diesen ganzen femininen Männern von heute, dass sie ein falsches Verständnis von dem haben, wie das Leben funktioniert. Sie identifizieren sich mit negativen Emotionen. Guck, schlechte Zeiten und Emotionen, die wir als negativ einstufen, gehören zum Leben dazu, nach dem Prinzip der Polarität. Wir müssen stoisch sein wieder. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Lernen, unsere Gedanken, Emotionen, Gefühle zu kontrollieren und uns davon nicht leiten und lenken zu lassen, gerade als Mann. So, wichtig. Ehrlich, ich brauche keine Tests. Ich gebe Männern die Hand und erweitere. Sonst ist die Welt, sonst ist das Leben zu, das ist, Bro, sonst bist du ganz, ganz schnell in den Depressionen drin, ganz schnell am Aufgeben und ganz schnell am Resignieren, weißt du? Wenn du nicht lernst, damit vernünftig umzugehen und ja, versuchst stark zu sein. Was nicht heißt, dass du nicht darüber reden kannst, gerade mit anderen Männern dich austauschen kannst, was auch sehr wichtig ist und weniger gemacht wird. Deswegen ist leider auch die Selbstmordrate bei Männern 80%, 80% der Selbstmorde sind Männer so. Und das ist traurig. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich glaube an den Testosteronspiegel, dass wir nicht mehr richtig als Männer richtig lernen, wie wir mit unseren Emotionen und diese ganzen Sachen umgehen. Aber wir unterhalten uns auch nicht mehr miteinander vernünftig und versuchen gegeneinander zu helfen, so richtig, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist ein Riesenfact, glaube ich. Handdruck ist Faktor, meine ich. Weiß genug. Ich gehe auf Männer zu und sehe, wie groß und weit die Augen werden, weil sie keine sozialen Fähigkeiten haben, Angst haben. Ich gehe auf Männer zu und sehe, wie unbewusst sie reden. Es ist, als wüssten sie nicht mal, was sie da sagen. Als würden sie wie auf Autopilot Lücken füllen, statt bewusst dazustehen, mir in die Augen zu... Ja, Mann, fühle ich, Alter. Boah, ja, Mann, Handschlag wie eine Frau geben. Geht gar nicht, ne? Ich mag das gar nicht, wenn ich einem Mann die Hand gebe und das ist so... Der lässt es so Dings. Gab es ein, zwei Kandidaten damals. Und nachzudenken, bevor sie antworten. Nein, nicht einmal antworten können sie. Die meisten Männer reagieren. Ein sehr großer Unterschied. Die hohe Stimme und die Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie sitzen, gucken etc. verrät alles. Denn das Äußere spiegelt nur das Innere wider. Wie innen, so außen. Kann es sein, dass der Testosteronspiegel deshalb gesunken ist? Weil wir nicht mehr tun, wofür Testosteron da ist. Lass uns mal schauen. Männer früher haben Kraft gebraucht, denn sie haben früher physisch anstrengende Arbeit ausgeübt. Heute? Den Teil muss ich nicht erklären, oder? Aber dieses Problem wäre doch leicht zu beheben. Einfach ins Gym gehen und trainieren hört man in den meisten Videos heutzutage. Und klar stimmt das, aber ich bin wirklich, wirklich überrascht, wieso niemand Folgendes erwähnt. Es bringt nichts, 6-mal die Woche ins Gym zu gehen für 1-2 Stunden, wenn du doch danach eh wieder nach Hause gehst und stundenlang in deinem Zimmer sitzt, Serien und Filme schaust, Videos konsumierst und Videospiele spielst. Da würde ich widersprechen, das stimmt nicht. Also es bringt nicht nichts auf jeden Fall, weil alleine das Trainieren und regelmäßig diszipliniert an einer Sache zu arbeiten, wird dein Mindset verändern, was Dinge durchziehen angeht. So. Umso mehr du trainierst, umso weniger kannst du dich noch ernst nehmen, wenn du dann zu Hause den ganzen Tag auf der Couch sitzt, Videospiele spielst und Chips frisst. So. Weißt du, es hat automatisch einen Effekt auf andere Lebensbereiche zu 100%. Und deswegen ist nur jeden Tag ins Gym zu gehen eine Sache, die dein Leben verändern kann. So. Und dir auch sogar eventuell die Motivation, Inspiration und Disziplin gibt, um deinen Lebenstraum endlich umzusetzen. So. Weißt du? Das geht alles Hand in Hand. Da kann ich sagen, das eine bringt nichts oder weniger und das andere bringt mehr und so. Das geht alles Hand in Hand, weißt du? Dann müssen wir ins Gym den ganzen Körper durch Grundübungen wie Squats, Deadlift, Benchpress, Pull-Ups etc. trainieren. Aber dazu sollten wir lernen, weniger zu sitzen. Denn sonst haben wir ja die Ursache für das Problem, und zwar das viele Sitzen, das Unbeweglichsein, immer noch in unserem Leben. Daraus resultierend kommen die Probleme immer und immer wieder. Mehr rausgehen, spazieren gehen, Cardio, Sprints, Stretching kannst du neben dem Training selbst tun. Das Sitzen an sich ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ich habe diesen Punkt in meinem E-Book erklärt, aber das Sitzen kreiert Hitze, das die Produktion von Spermien bremst. Ich schätze... Krass, Digga. Drei Basic... Sit it out, man. ...auf YouTube... Steht auf, Jungs, jetzt sofort.
ist genug. Eure Eier werden kleiner, Spermien werden weniger aufstehen. Jungs, wichtig. Schlaf, Training und Ernährung. Da versteh mich nicht falsch. Nicht mal diese Basics haben die meisten drauf. Und sie sind sehr, sehr wichtig. Und genau deshalb werde ich auch darüber sprechen in kommenden Videos. Diese drei sind extrem wichtig, aber in diesem Video möchte ich eher auf Dinge hinaus, über die sich vielleicht nicht jeder bewusst ist. BPA. Bisphenol A ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Es wurde bewiesen, dass bereits kleine Mengen BPA ausreichen, um zur Entstehung von Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Störungen der Schilddrüsenfunktion und noch viel mehr beizutragen. Und wir bleiben bei der Gesundheit, denn BPA noch nie gehört. Es leiden immer mehr Menschen in Deutschland an der Volkskrankheit Diabetes. Es kann sogar bis zur Unfruchtbarkeit kommen. Es gibt crazy Studien, die zeigen, dass BPA einen negativen Einfluss auf die Spermien und auch den Testosteronspiegel haben. Das Problem ist Plastik. BPA kommt vor in Trinkflaschen aus Plastik, Milchtüten, Plastikbehältern, Dosenbeschichtungen, aber das ist eine Sache, die ich hier auch nicht so feiere in Mexiko, Digga. Hier ist jedes Trinken eigentlich in Plastik am Start, so. Weißt du, wie ich meine? Es gibt hier kaum Möglichkeiten, glasmäßig dir Wasser zu holen. Und vor allen Dingen, man kann hier auch nicht mit dem Leitungswasser. Und deswegen braucht man halt immer diese großen Behälter, die ich auch hier zu Hause habe zum Beispiel. Und die gibt es nur in Plastik, da gibt es keine Glasdinger. Auch auf Das ist schon eine Sache, die ich schon öfter gehört habe, dass diese, dass das Östrogen auch in sich hat, so quasi. Und wenn du zu viel aus Plastikflaschen trinkst, auch dein Testosteronlevel senken kann sogar. Zettel. Offiziell sollte das in Deutschland zwar gestoppt sein, also die Produktion, aber ne? Das mit dem Vertrauen ist so eine Sache für sich. Das Handy in unserer Hosentasche. So viele Menschen heutzutage sind süchtig nach ihrem Handy. Es ist wie, als würde es zu ihrem Ich gehören. Manche Menschen wachen sogar auf und ihre Hand greift nach dem Handy, obwohl sie nicht mal ihre Augen geöffnet haben. Es gehört halt nun mal... Auch Leitungswasser hat Östrogen. Okay, krass, Lumery. Alltag, würde manch einer sagen. Guck, dein Handy sendet elektromagnetische Strahlen aus. Das sind keine Dinge, die du bewusst mit dem Auge sehen kannst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, was er gerade sagt. Oder sonst... Deswegen auch die Leute, die mit Laptop auf dem Schoß arbeiten und so, passt da auf, Freunde. Ich habe das auch aufgehört, habe das früher mal ab und zu gemacht, aber die Strahlung geht in eure Eier rein. Muss man ganz so genau so sagen, wie es ist. Ich bin sogar jetzt so weit gegangen, dass ich auch nachts, wenn ich schlafen gehe, meine alles ausmache elektrotechnisch und auch meinen Stecker aus meiner WLAN-Box rausziehe. Weil gerade die Strahlung von WLAN auch einen direkten Effekt auf dein Gehirn hat und wie du schläfst und so. Weißt du? Das schätzt das nicht. In irgendeinem Sinn wahrnehmen kannst. Was ich jetzt sage, ist das Ergebnis einer Studie von mir übersetzt auf Deutsch. Ich zitiere. Und das hier ist nur Google-Übersetzer, also ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber Hauptsache ihr versteht die Message. Es gab einen statistisch signifikanten Rückgang der Laborwerte der mittleren Spermienzahl, Motilität und Qualität, also Lebensfähigkeit, bei 4 verschiedenen Mobiltelefonnutzergruppen, die täglich elektromagnetischer Strahlung von Mobiltelefonen ausgesetzt waren. Elektromagnetische Strahlen hatten eine signifikante toxische Wirkung auf Nebenhodenspermien. Normale Spermienproben, die 4 Stunden lang einem mit WLAN verbundenen Laptop-Computer ausgesetzt wurden, zeigten eine signifikante Verringerung der Spermienmotilität. So. In Anstieg des Zerfalls der Spermien-DNA. Es gab also einen großen Zusammenhang zwischen der Aussetzung gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern und einer höheren Kinderlosigkeitsrate bei Militärangehörigen, die für die Royal Navy arbeiteten. Toll, aber wir alle brauchen das Handy, oder? Mir wurde als Kind immer Folgendes gesagt. Beim Schlafengehen mach das WLAN aus. Aktivier bei deinem Handy den Flugmodus und leg dein Handy nicht unter dein Kopfkissen. Mach all das Licht aus. Trag das Handy, wenn es geht, nicht mit dir oder zumindest nicht in deiner Hosentasche. Am besten in einer Tasche, wenn du eine dabei hast. Geh auch mal spazieren ohne dein Handy und verbinde dich mit der schönen Natur. Wichtig. Und wenn wir schon beim Thema Elektronik sind, reduziert eure Bildschirmzeit. Wenn du nicht gerade an einem Projekt arbeitest oder nach einem produktiven Tag am Abend für 2 Stunden konsumierst, was tust du mitten am Tag stundenlang an deinem Handy oder deinem PC? Nach einer Zeit ist das nichts als Stress für die Augen, bedeutet, Stresshormone werden freigesetzt. Mehr Stress. Kevin sagt, ich versuche auch oft Handy nicht zu benutzen, aber es ist schwierig. Echt? Ich müsste für meinen Job eigentlich mein Handy mehr benutzen, aber seitdem, wenn du dich einmal so richtig getrennt hast davon, das die ganze Zeit rauszuholen und die ganze Zeit am Start zu haben, so, dann fällt es dir eher schwer, das zu benutzen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich merke das vor allem, wenn ich essen bin, draußen bin, mit Menschen bin, in der Natur bin oder so. Ich gebe einen Fick auf mein Handy. Da beschweren sich auch viele Leute, weil ich oft nicht antworte stundenlang und so. Weil ich einfach keinen Bock habe auf mein Handy und dass das mich, meinen Tag, mein Leben, meine Vibes beeinflusst. So, weißt du? Aber ja, man muss halt.
ich muss halt wegen jobtechnisch, aber ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren, muss halt andere Aktivitäten suchen, so, Kevin. Vor allem, wenn du kein Geld damit verdienst, Bro. Was willst du damit machen die ganze Zeit so? Das ist voll unnötig. Weniger Testosteron sind quasi wie Gegenspieler. Meine Tipps sind, kauft euch eine Blaulichtfilterbrille, die ihr immer dann benutzt, wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt. Übrigens, die Brille, die ich aufhab, ist eine Blaulichtfilterbrille. Also ich habe mir extra diese Gläser geholt. Bisschen Stärke drauf und Blaulichtfilter. Wenn ihr mal vielleicht an einem Projekt arbeitet oder eurem PC für sonst was braucht für eine längere Zeit, dann macht es euch zur Gewohnheit, alle 45 Minuten aufzustehen, um mal durch die Wohnung zu gehen oder sich zu stretchen. Die Kraft der Sonne. Ihr habt alle. Das ist halt wichtig, Mann. Deswegen mache ich auch jeden Tag morgens Yoga und so und wenig Ding, weil ich sitze schon echt leider zu viel. Ich sitze ein bisschen zu viel. Durch das Stream aber auch im letzten Jahr, wo ich angefangen habe mit Stream, ist das viel mehr geworden, weißt du? Ich habe schon mal gehört, dass wir Menschen hier in Europa unter Vitamin D-Mangel leiden. Und Vitamin D ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Faktoren, wenn es um die Testosteronproduktion geht. Aber im Winter komme ich doch nicht an genug Sonne. Sonne tanken bedeutet nicht immer gleich braun werden oder Hitze. Natürlich gibt es auch im Winter Sonnenstrahlen, ich meine offensichtlich. Nach meinen Erfahrungen kriegt man am meisten Sonne ab, wenn man zwischen 11 und 15 Uhr für mindestens 30 Minuten spazieren geht. Mir ist aufgefallen, wie nie über das Mentale gesprochen wird. Eine Studie zeigte, dass ein Mann, der eine... Sonne, wichtig. Haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Für mich persönlich definitiv wichtig. Ich habe sogar gehört, man soll mal seine Eier in die Sonne, der Sonne aussetzen. So. Hat einen positiven Effekt auf Samenbildung und dies, das. Eier mal ein bisschen baumeln lassen auf entspannt. Weißt du, wie ich meine? Natürlich nur im Privaten. Letztens bin ich aus Versehen an einem Nudstrand gelandet. Ich wusste nicht, dass es ein Nudstrand ist. Auf einmal waren alle nackt, Bro. Oh shit. Gewinnt eine. Dann ist so ein Typ zu mir gekommen, das muss ich kurz erzählen, sorry. Dann ist ein Typ zu mir gekommen und das war sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Da ist ein älterer Mann zu mir gekommen und hat mich gefragt, warum ich meine Hose nicht ausziehe. Da war ich auch schon wieder raus aus dem Strand, Dinger. Deutliche Steigerung in seinem Testosteronspiegel erhält. Und gerade dafür ist das Testosteron auch unter anderem da. Für das Kompetitivsein und letzten Endes auch für das Gewinnen. Aber ich glaube, hierbei geht es eher um das Gefühl, sich wie ein Gewinner zu fühlen. Weil wenn ich in meinem Sparring bin und nicht gerade dominiere, fühle ich mich offensichtlich nicht wie ein Gewinner und merke daraus resultierend, wie es mich auf allen Ebenen runterzieht. Aber wenn ich offensichtlich der technisch Bessere bin und mich daraus resultierend wie ein Gewinner fühle, dann spüre ich, dass es etwas mit mir macht. Ich erlebe all die Vorteile, die von einem hohen Testosteronwert kommen. Statt sich in einem Loch von Apathie zu befinden, sollte man sich genau deshalb überlegen, wofür man berufen ist. Ich glaube halt Männer gerade mit heftigem Testosteronlevel oder die ihren Testosteronlevel ankurbeln, was halt wichtig ist, was ich bei mir persönlich merke, ist, dann ist es umso wichtiger, dein Ego zu kontrollieren, so finde ich persönlich. Weil ich tendiere dann dazu, aus den Eiern heraus Entscheidungen zu treffen, Bruder, die nicht immer die besten sind, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich hier. Was will ich aus meiner vergänglichen Lebenszeit machen? Und daraufhin schreibt man sich einen Plan auf und handelt. Ich schätze, deshalb schrieb ich auf diesem Kanal das Video, das wichtig. Deswegen ist auch Stoizismus so wichtig, weißt du, wie ich meine? Gerade bei Männern, die einen hohen Testosteronlevel haben, so. Prinzip. Kontrolle. Im Leben eines Mannes. Denn das wichtigste Prinzip im Leben eines Mannes ist das Handeln. Das Aktivwerden. Sitz nicht nur in deinem Zimmer rum, isoliert und alleine. Videotitel: Die Testosteronverschwörung. Oder Kevin, was sagst du? Denn glaub mir, wenn du nicht handelst, wirst du nur kurz nach links schauen und dein halbes Leben wird an dir vorbeiziehen. Du wirst kurz nach rechts schauen und das ganze Leben wird an dir vorbeifliegen. Vielleicht ist das ein weiterer Grund, warum man sagt, der Weg ist das Ziel. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Das erstes Video, was wir uns von dem Cousin reingezogen haben, ne? Der hatte, krass, Digga, nur 100 Abonnenten. Da könnt ihr mal ein bisschen Liebe da lassen, meine lieben Freunde, ja? Bisschen mal rübergehen, ein paar Kommentärchen schreiben. Bisschen Love, Ryan, Sonja, Digga. Ich glaube, das ist unsere Sonja hier aus dem Chat, Alter. Respekt, Ehren, du bringst die Fakten klar und deutlich auf den Punkt. Ich danke dir für dein Wirken. Ja, das ist safe, Sonja. Safe, Sonja hat das doch auch in den Discord reingefetzt, oder? Ja, das ist unsere Sonja, meine lieben Freunde, ja. Also, Leute, rübergehen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und, ja, Mann. Ich liebe euch. Ab geht der Peter. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.